Was ist das? Da sind wir also, in der Welt der Toten. Nur leben wir noch, im Gegensatz zu den Bewohnern. Schwarze Seelen drücken sich gern nahe beim Ausgang rum. Sie hassen, wie nur wenige es können, gieren nach Leben, lechzen nach unserer Kraft und bleiben doch immer hungrig. Ein zweiter Tod wäre für sie Erlösung. Dann wollen wir sie mal nicht, so sein. Jeden Tag eine gute Tat. Unser Einstiegsloch scheint mir zu klein als Passage zwischen den Welten. Es müsste noch ein viel größeres Portal geben. Das sollten wir auch abdichten. Dass dieser Vorschlag ausgerechnet von dir kommt, erstaunt mich schon ein wenig. Auch auf ein Treffen mit schwarzen Dämonenseelen bin selbst ich nicht versessen. Ich auch nicht. Kümmern wir uns also um das Tor. Tet Tage Mundum Obscuro. An die Torschlussformel kann ich mich noch gut erinnern. Sehr gut. Sucht die Säule des ewigen Wandels. Oh, zur Hölle sind wir. Das ist eine... das ist eine große Karte. Ich würde aber sagen, ich mache dann an dieser Stelle erstmal wieder einen kleinen Cut, denn... es ist kurz vor Pfingsten, also mittlerweile sollte Pfingsten sein und ich brauche noch Folgen, weil ich nicht da bin. Deswegen kurzer Cut. So, ich bin wieder da und zunächst einmal zwei Dinge muss ich vorher noch loswerden, bevor wir hier anfangen. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Zum einen tut mir leid, dass die letzten Tage keine Folgen gekommen sind. Ich war krank, also ich war nicht richtig krank. Also nicht so, dass ich nichts mehr machen konnte, aber mega Halsschmerzen, mega Husten und dann so kann ich leider nicht, ich kann so nicht arbeiten und ich kann so nicht aufnehmen. Zumindest wird es nicht sonderlich geil, wenn es alle 3 Minuten so klingt, als würde ich gerade versuchen, meine Lunge auf die Tastatur zu legen. Ich werde auch jetzt leider noch ein bisschen husten hin und wieder, das tut mir ein bisschen leid, aber es ist deutlich besser schon. Hustenlöser hat geholfen. So, das andere, wie ihr an dem kleinen Einspieler wahrscheinlich gesehen habt, wir haben eine Einheit verloren nach langer, langer, langer Zeit. Ist es mal wieder vorgekommen und ich hatte erst über, also mir wurde in den Kommentaren wurde ich darauf hingewiesen, weil ich habe das selber gar nicht bemerkt zu dem Zeitpunkt und dann habe ich nachgeguckt und ja, tatsächlich, wir haben unseren Elfenhochfürst Kirito verloren. Er ist gefallen im Kampf in den Alkoven der Begegnung und ich hatte erst überlegt, ob ich zurückgehe und den quasi wiederhole, weil wir können uns keinen neuen erschaffen, der ist weg. Wir haben nicht die Möglichkeit, Entschuldigung, doch, wir hätten die Möglichkeit, ihn neu auszubilden, weil wir haben hier irgendwo, genau, Elfenbaron, Stufe 2, den können wir und dann könnten wir uns hier wieder hochbasteln. Aber Punkt A habe ich mir gedacht, ich gehe nicht zurück, weil ich benutze schon recht häufig das Zurückspringen, die Runde, ansonsten würden wir hier auch echt nie fertig werden. Also es fühlt sich jetzt schon so an, als würden wir nie fertig werden, aber dann würden wir es wirklich nicht. Und zum anderen, es war mein Fehler, mir ist es nicht aufgefallen und deswegen müssen wir jetzt alle dafür gerade stehen und diesen Tod beklagen. Aber ich bin eine Runde zurückgegangen, also in die letzte Map, und habe uns über die Autoeinberufung einen neuen Platz gekauft und natürlich auch Kirito ersetzt. Wir haben jetzt neu dabei Erelin, unseren Kriegsgelehrten, der am besten alleine kämpft. Der hat auch neue Ausrüstung bekommen und Glyreran, unseren Erzschurken. Beide schon ein bisschen aufgelevelt, aber noch nicht allzu weit. So. Und wie hieß die Karte, die wir vor uns haben? Wir sind... sucht die Säule des ewigen Wandels. Wir sind in... Keine Ahnung, wir sind den Untoten gefolgt, den schwarzen Seelen. Falls ich viel am Schniefen bin in dieser Folge, es tut mir echt leid. Ich versuche es auf ein Minimum zu halten, aber leider...
düstelt es sich doch etwas durch die Gegner. Guck mal, wer hier alles ist. Du, du und du. Ihr geht mal darum. Und der Rest meiner, obwohl der hier kann, du kannst auch noch da mitlaufen. Und der Rest von euch bewegt sich einfach mal. Ach, guck mal, einer da. Da ist direkt noch eine Burg. Sind das überhaupt? Einfach nur ganz normale schwarze Seelen. Warte, Alpha kommt hier sowieso nicht drüber, oder? War da nicht was? Der auf so einem Gelände sich überhaupt nicht bewegen kann? So, ich weiß leider nicht mehr, von wem Kirito, eine Einheit war. Der kann sich natürlich gerne melden und wir haben noch ein paar unbenannte Einheiten hier rumfliegen. So, das sollte jetzt aber erstmal recht gut laufen. Die drei, die vier müssten sich da eigentlich problemlos durchschnetzeln können. Er hier sollte relativ gute Resistenzen auch haben. Da habe ich bei beiden drauf geachtet. Info zur Einheit. Ne, es geht, ne? Nirgendwo so die Ultra-Resistenzen geben, aber halt auch keine Schwachstelle. Machst mal den da kaputt. Dann gehst du außenrum, machst den da kaputt. Dann schnetzeln wir uns hier Stückchen für Stückchen durch. Perfekt. So, hier oben haben wir schon direkt eine interessante Situation. Du kannst hier direkt mal angreifen gehen eigentlich. Ein bisschen testen, was unser neuer Rekrut hier so kann. Wo kommt der her? Okay, der Anführer ist weg. Jetzt muss ich nur noch den Rest meiner Einheiten hier. Ja, genau. Alpha kommt hier sowieso nicht durch. Das heißt, er kann auch da vorne mitlaufen. Ansonsten müssen wir gucken, dass wir hier möglichst schnell über diesen kleinen Pass gehen. Staut sich alles ein bisschen. Könnte da oben ein bisschen unangenehm werden jetzt. Aber weil ich meine Einheiten alle schnell genug da hochkriege, sollte das kein Problem sein. Ich habe vergessen, mir Taschentücher bereitzulegen. Ich bin sehr schlau. Ah doch, hier habe ich jetzt. Okay, alles gut. Ja, das dachte ich mir, dass der abgeschossen wird. Dieser komische Geist, der hier stand, ist mir ein bisschen auf die Nerven gegangen. So. Ich muss hier erstmal richtig rauskommen. Bevor ich da groß was machen kann. So. Alpha kommt hier rüber. Der kann auch hier dann direkt angreifen gehen. So, jetzt machen wir das hier alles ein bisschen intelligenter. Der ist weg. Der ist weg. Er ist weg. Und den stelle ich einfach mitten rein, weil, ganz ehrlich, die schwarzen Seelen können gegen den Seelenernter absolut nichts machen. Der ist viel zu stark für die mit seinem Arkanenangriff. So, und ich hüstel mal kurz. So, und jetzt wird's richtig erotisch. Ich muss mir nämlich auch noch die Nase putzen. Richtig lecker, ne?
überhaupt nicht aufgepasst, was passiert ist. Ich hoffe, es ist keiner gestorben. Sieht aber nicht danach aus. Ah, die haben sich hier fast alle umgebracht an einem Seelenernter. So, dann gucken wir mal, was wir hier so finden. Erstmal nehme ich den, mache ich den Lederharnisch hier noch kaputt. Den brauchen wir nämlich nicht. So, dann greift mich an. Ah, oh, die kommen nicht weit genug. Schade. So. Okay, das hat schon mal sehr gut geklappt. Die beiden sind gar nicht cool, dass die an dem da dran stehen. Ja, Feenfeuer ist zum Glück sehr stark. Ich hätte Lethalia gerne weiter vorne. Dann hier die Heilung hinter. So, dass wir hier alle zumindest ein bisschen weiter nach vorne kommen. Ich weiß ja noch gar nicht, wonach wir in dieser Map hier eigentlich... Oh! Autsch! Wonach wir in dieser Map eigentlich suchen. Das wäre mal ganz interessant zu wissen. Da kommt auf jeden Fall viel auf uns zu. So, Step 1 ist, dass du hierhin kommst und Silas bitte hier mal alles brät. Danke. So, wir wissen auf jeden Fall, wen wir hauptsächlich trainieren wollen. Du wirst einfach immer besser mit deinem Hammer. Ich will, dass du alles instant killst, was deinem Hammer zu nahe kommt. So. Da ein bisschen reinschlagen. Der ist tot, perfekt. Jetzt können wir uns hier umsortieren und haben ein recht solides Heilfeld aufgebaut. Was auch gut die Front mit abdeckt und hinten unseren Drachen wieder hochheilen kann. Und bald haben wir es alle hier durchgeschafft. So, wie teilen wir das hier am besten auf? Hey, dieser Felsblock, der Pfeiler, die Wandelsäule, das muss sie sein. Wunderbar, wir haben sie gefunden. Ephraim, dein Gespür hat Urias Hinterlist ausgestochen. Lilith, versuch ja nicht, uns zu täuschen. Ich behalte dich genau im Auge. Mal sehen. Ah, Uri hat eine Gedächtnisstütze angefertigt. Letzte Änderung, innerer Bezirk Alkoven verschieben. Vorletzte Korrektur, Zugang Heiligtum, Befugnis für Lilith gilt nicht mehr. Davor, Zugang Heiligtum Timbrus darf rein. Beachtliche Magie ist in dieses Portal eingebunden. So, dann wollen wir mal walten. Vorletzte Änderung, unwirksam, zack. Keine Änderung ohne Geheimwort und das Kennwort ist, Räumungskommando. Vergiss nicht, uns Befugnis für den Zugang zum Heiligtum zu verschaffen. Ich weiß nicht, wie das geht. Uri hat mir nur einfache Befehle gezeigt. Und auch die nicht gern. Dass Uri ja immer so misstrauisch ist. So, wir sind einen entscheidenden Schritt weiter. Richten wir unser Augenmerk auf das, was als nächstes zu tun ist. Okay. Als nächstes wird, denke ich, zu tun sein, Lilly da oben mal zu retten, weil die ansonsten da oben ziemlich kassieren dürfte. So,
Ihr bleibt genau einen außerhalb der Range. Den Typen. Ich würde hier gerne trotzdem. Ich meine, die Map ist so riesig. Es kann nicht sein, dass das alles war. Irgendwas stimmt hier nicht. Die können sich alle selber töten. Er hat gerade ordentlich gut Lethalia gegeben. Ja, Lethalia stirbt aber sowieso. Ich habe nicht damit gerechnet, dass plötzlich da alle Leute da unten hinrennen. Das ist ein bisschen ungünstig. So, so, wuchtigere Hammerschläge. Dann drapieren wir uns mal. Lilith wird hier ja gleich noch weggehen. Ja, da komme ich auch nicht drum rum. Immerhin haben wir uns das jetzt alles schon angehört. Nein. Wow. Jetzt kann ich nicht wieder zurück. Ja gut, dann stellst du dich halt hier hin. Musst du halt da oben abfangen. Jetzt kann Lilith auch angegriffen werden, richtig gut. Immerhin kann ich hier noch alle einen Schritt weiter nach vorne gehen lassen. Entschuldigung. Es tut mir auch leid, wenn ich die Stimmen gerade nicht so gut lesen kann, aber... ich darf nicht zu sehr meine Stimme beanspruchen, sonst bin ich morgen wieder heiser. Oh, der hat zwei Leute platt gemacht, das ist gut. Ja, da kommt ein bisschen was, aber nichts allzu Ernstes. Also Step 1 ist erstmal, du kannst hier dich mitten reinstellen, glaube ich. Und das alles abfangen, der ist eh kurz vor einem Level ab. Und die müssen es hier irgendwie schaffen. Freizuräumen, 18,6, 57,3. Du gehst mal hier unten hin. Machst halt extrem wenig Schaden. Immerhin, die sind beide weg. Können da ein bisschen reinarbeiten. Wahrscheinlich 82%. Pretty nice. Unsere Hauptarmee sollte jetzt auch deutlich besser. Mir fehlt unser Elfentyp. Der war nämlich keine der schwachen Einheiten. Aber damit muss ich jetzt leben, dass der weg ist. So. Wir können hier auf jeden Fall... ziemlich reinhauen. Da hätte sich der Feuerball nicht gelohnt. Du machst fast keinen Schaden an dem.
Du aber. So, wir teilen uns jetzt hier ein bisschen auf. Und da kommt auch noch mehr von da oben. Sollte mich vielleicht bereithalten, da ein Rettungskommando hinzuschicken, falls unser... Oh, ein Saphir, falls unser Seelenernter da Probleme bekommt. Wir sollten hier oben ja eigentlich ganz gut alleine klarkommen. Also die Zauberer sind ein Problem, aber die ganzen Nahkämpfer, die dazwischen kommen, die heilen den Seelenernter sowieso jedes Mal wieder voll. Der bräuchte noch irgendwie sowas wie Rundumschlag oder so, das wäre richtig übel. Verbündete heilen. Quälendere Klage. Ja, darauf war ich ja am Arbeiten. So. Ich will hier volle Kanne reingehen und ich will einen Fernkämpfer töten. Damit mehr Nahkämpfer da sind, die mich angreifen. So, der ist tot. Okay, damit haben wir uns hier unten... Stiefel des Narrenkriegers. Die sind gut. So, ich wüsste hier oben eigentlich gerne nur noch... Ne, geht nicht weiter. Da ist Ende. Alles klar. So, was haben wir hier? Leer, aber da geht's in eine Höhle rein. Ich kann mir halt echt nicht vorstellen, dass hier jetzt, dass es das schon gewesen sein soll. Ich glaube, da kommt noch was. So, die beiden gehen oben mit, der Rest geht unten durch. Ich gehe ein bisschen zickzack. So, die hier können auch geheilt werden. Er wird natürlich mit allen Fernkämpfern angreifen. Aber auch mit Nahkämpfern. Genau, und die heilen ihn immer schön wieder voll. Gute Sache. Und er fängt halt einen Riesenteil der Armee ab, bevor er überhaupt durchkommt. Komm. Es werden am Ende nur ein Nahkämpfer steht noch dran. Ah, der fängt tatsächlich die komplette Armee solo ab.